Die halten nicht sehr viel aus. Achso, das sind also eher so die... Das sind also eher die Turbo-Goblins. Hm, der Technik-Nerd. Der Technik-Nerd. Der Technik. Naja, immerhin hat er hier jemand Spaß. Also, nur mal so. Let's Play. Wisst ihr noch, wo alles ein Let's Play war? Wir sind eine Gaming-Show, wir sind kein Let's Play. Wuga Wuga. Was zur Hölle ist das? Zombie-Dubstep? Okay, dann. Was willst du, du Hobgoblin? Warte, warte, warte. Ich habe was für dich. Schau doch mal her, was ich habe. Eine nicht vorhandene Lippensynchro? Weißt du, wozu das gut ist? Weißt du, was Zoe damit anstellen will? Sie denkt, das Teil ist etwas Besonderes. Nein, Ethan, es ist nicht besonders. Das genau hier ist besonders. Weißt du, Ethan, nicht jeder will gerne die Zeit zurückdrehen. Was? Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Was willst du? Ich will, mach dich kaputt. Dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. Du bist ein dummes... Miststück, sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Und dafür hau ich dich, Mann. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also, Ethan, du kannst... Der schlechteste Vlog, den ich in meinem Leben hier gesehen habe. So viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Ich ramm dir eine Schrotflinte in den Arsch, bis sie dir hinter den Augen wieder rauskommt. Scheiße! Na, Ethan. Selbst ich bin nicht so vulgär wie du. Bei mir besteht wenigstens, ich kenne noch andere Worte außer Scheiße. Bei dir bin ich mir da langsam nicht mehr so sicher. Eieieiei. Was ein netter Junge. Finde ich auch. Ernsthaft, Booby Traps. Ich natürlich nicht dingsen. Fein. So, so wollen wir jetzt spielen, Lucas? Fucking Booby Traps? Wirklich? Was ist das hier? Eieiei, Lucas. Sag dir, wenn du den Schoschmann jagen willst, dann musst du dir hinten anstellen. Also nur mal so nebenbei. Hm. Stimmt, ich habe so leicht Schaden Der fucking Fernseher hat mir Schaden gemacht, ey. Es gibt so viel gescripteten Damage in diesem Spiel. Zwar immer nur so ein bisschen, aber wenn man jetzt mal überlegt, es gibt ein Achievement, wofür du, Dings. Da sollst du, darfst du nicht mehr als 3 Heil-Items verwenden.
Da oben ist noch ein. I didn't know. Go fuck yourself, wirklich. What the fuck? Ihr habt es nicht mal berührt. Ich bin so weiter weggegangen, wie ich konnte. Ich meine, alles, was das jetzt tut, ist, ich schaue ein bisschen mehr erstmal nach Booby Traps und dann gehe ich. Trust your bullshit. You little dick knob. Okay. Ich weiß nicht, es kam mir so ein bisschen. Dachte ich's mir. Das war mir ein bisschen zu obvious. Der Typ arbeitet so viel mit fucking Booby Traps. Das war mir zu offensichtlich irgendwie. Dass der dann nicht auch irgendwelche Kisten mit vermint. I just fucking knew it. Oh, warte. Sehe ich schon. Da unten auch. Jeder normale Mensch würde da einfach drüber steigen. Sekunde. Shit. Shit, das funktioniert nicht. Nicht da. Achso, ich kann von hier aus den Kram treffen. Okay. Du hast ein wirklich gutes Auge. Nee, ich bin einfach kein absoluter Schwachkopf. So wie Ethan. So, just preemptively. So. Ich bin halt nicht so ein Volldepp wie Ethan, also. Ist das dein Ernst? Ich meine, ich kenne die, das Passwort nicht. Er stand davor, als ich, ne? Warte mal, es gab doch hier... Wenn ich irgendwo eine Kiste sehe, wo ein Kopf drauf ist. I will remember this shit. Okay, ich habe keine Flüssigkeit, also können wir das auch so lassen. Ist sonst noch irgendwas? Nö. Ich habe so... Ja. Also, bin ja nicht komplett retarded, mein Freund. Kannst du die Traps nicht abballern? Ja, so, ja, mach ich doch. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein, 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 nein. 0621. Nein, 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 nein. Es ist 0514. Oh, komm schon. Versuch's mal. Man weiß nie. Wow. Die Falle des Jahrhunderts. Welchen Fünfjährigen wolltest du denn damit reinlegen? Ups. Find's ja auch geil. Vor allem. Warte mal, das war 0814? Auch nicht. Ich muss das Passwort herausfinden. Achso, das war nur die Tür. Booby Traps sind eine Sache, aber wenn sie dann noch so langweilig sind wie seine? Alter Verwalter. Get out, go fuck yourself. Yep, go figure. Ich frage mich ja echt, welchen Fünfjährigen will er damit fangen? Hm, okay. Just in case.
Ja, ich werde ab jetzt hier, sofern ich hier mit Lukas zu tun habe, erstmal Kisten nur aufschießen. Weil ja die Gefahr besteht, dass er mich in die Luft sprengt. Oha. That's a problem. That's a big problem. Jesus. Und wo kommt der her? Alter. Ich ihn einfach, na. Da auch. Na, warte mal, da kann ich ja auch draußen stehen. Komm, das Vieh ist da durch, ohne Schaden zu nehmen. Das ist auch witzig. Einmal. Oh, da ist noch eine. Noch eine. Ich meine, dafür ist jetzt die Pistole tatsächlich mal richtig gut. Zum Bomben entschärfen. So. Ach, guck mal. Uns gehört also bald eine Magnum. Steroide. Also, wenn das hier vorbei ist, mir, euer Sexleben wird nicht mehr dasselbe sein. Vor allem nochmal mehr Beef. I have a bad feeling about this. Einmal durchladen, alles bitte, dankeschön. Ja, yep, ich höre Freunde. Ja, sozusagen, ich sehe sogar Freunde. Aber da ich nicht glaube, dass das Spiel so weit geht, dass es Stealth Kills gibt. Und nee, er hat sich einfach dazu entschieden, mich zu erkennen. Das ist auch schön. Two shots? Okay. Tja. Mal drei, mal vier, mal fünf. Dann hauen wir mal die verbesserte Munition mal ein bisschen gleich weg. Oh, noch genug Schuss über hier. Oh mein Gott. Ja, Ethan hat sich echt ein bisschen zu viel Fleischfeld abgeguckt. Also, Steroide. Ich meine, für Fleischfeld ist das Donnerstag, aber trotzdem. Ihr wisst genau, was ich meine. Hm, was haben wir denn hier? Ach, Flintmunition. Wird also offenbar noch praktisch. So, Schießpulver. Ein Schießfilm. Ich meine eigentlich an sich, Ethan müsste jetzt schon der absoluteste Beeflord sein. So viel Steroide, wer sich reingekickt hat, mittlerweile allein heute schon. Oh, ein Safe Room. Oh, schau mal einer, guck. Flintenmunition, Festbrennstoff, also alles, was Spaß macht. Sogar ein Fernseher. Mein Gott, gucken wir Full House. How about that? Perfekte Serie für die ganze Familie. Nochmal umgucken, ob hier irgendwie so ein Wobbelheini ist. Aber ich glaube ja nicht. Selbst wenn, wären wir mittlerweile auch Wurst. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir hier gleich jede Menge Spaß haben werden. Na, was ist das jetzt, die... Halt, warte mal. Achso, ich habe normale Munition hergestellt. Ja gut. Ist auch nicht schlecht. Brauche ich ja mittlerweile für alles Mögliche. Oh, aber warte mal. Das ist doch gerade nice. Dann, ich gehe nochmal kurz zurück. So ist es. Oha. Ich meine, mein Gefühl trügt mich nicht. Das Spiel, ich kann das Spiel hier lesen wie ein offenes Magazin. Also. Sorry.
Aber das Spiel hat einfach so offensichtliche Sachen teilweise an sich. Ist schon irgendwo eine Beleidigung ist, wenn man es nicht erfährt, wenn man nicht drauf kommt. Ich meine, schaut euch das an, das sieht aus wie ein einziger Bosskampf. Mit. Das nee. Auf jeden Fall kein Sprengstoff da an der Seite gewesen. Oh, bingo. Okay, wir gehen nochmal zurück und holen uns nochmal eine zusätzliche Granate. Ja, weil das Spiel will, dass ich hier runtergehe. Und sobald ich da unten bin, ist Party. Aber. Go fuck yourself. In der Zeit können wir schon mal die Sachen so aufmachen. So müssen wir nachher nur noch aufheben. Achso. Ich hab's gedacht, ich krieg direkt Streit. Offenbar nicht. Nur die ganzen geschlachteten Kühe, die hier rumliegen. Das ist der Albtraum eines jeden Veganers hier. Ah, eine Batterie fehlt. Vielleicht kommt Donald Trump, ey. Ja, das würde mich nicht mal mehr wundern. Das ist so America hier. America. Ja, noch nicht. Sekunde. Starke Arznei. Habe ich zwar noch nicht so ganz den Sinn dran verstanden, die so zu finden, weil es heilt ja. Das ist halt so dieser Punkt. Es gibt keinen richtigen Heilmeter. Du weißt nicht, wie viel heilt es. Ich meine, selbst die alten Resident Evil Teile hatten diesen, wenn du auf ein Dings gegangen bist in deinem Menü, konntest du sehen, wie stark du verletzt warst. Ob dein Zustand normal, kritisch war oder alles Mögliche. Hier, du hast gar nichts. Du hast dein komisches PDA da. Ich weiß nicht, ob das irgendwas hilft. Weil wenn du verletzt bist, bist du meistens sowieso im Gefecht. Das heißt, du kippst dir irgendwas drüber. Es ist dir eigentlich dann scheißegal, was es ist. Du hast nie wirklich eine Ahnung, wie schwer du verletzt bist. Diesen Bosskampf werde ich hassen. Och ja, wenn man mir das schon sagt. Ich liebe es ja. Das ist fast schon offensichtlich gewesen. Ladies and Gentlemen, I have the high ground, Anakin. Willkommen beim Scheunenkampf. Ach du Scheiße. Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen. Wir haben Regeln. Hey, Jiggy Ost. JC Host. Tu mich auch. Ah, das ist ein Kotzlord. Ah, geil, das Ding kann mich irgendwo überall treffen. Geil. Wenn Ethan mal schneller laufen würde als zwei Schritte. Ja. Cool. Nimm das, Dickerchen. Stehst wieder? Hier, hab mehr. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Du bist nicht nur witzig. Ich meine, was versuchst du? Versuchst du witzig zu sein mit deinem Jetzt? Kotz mir doch nicht so an, ey. Oh shit, ist nicht nachgeladen. Hast du noch andere Tendenzen, außer ein Bullet Sponge zu sein? Wunderschöne Royalty-Free-Mucke. Das war's schon? That's it? So eine Fettbacke, die mich hier die ganze Zeit nur zukotzt. Ich hab mehr von dir erwartet, Lucas. Aber offenbar alles, was du kannst, sind Booby Traps und Fette auf mich hetzen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Das war der Boss, den ich hassen werde? Oder war das nicht? Oder kommt der jetzt noch? Oder so. Geht auch. Round 2? Ja, ich meine... Abwarten, abwarten. Ah. Ich muss gerade nur die ganze Zeit mal gucken, dass ich hier nicht hin... Hm. Okay. Pillen. Pills here. Hier ist nichts. Nichts, nur Bier. Flüssigchemikalie. Typ, der definitiv weniger Sonnenbaden sollte. Ich erwarte hier noch was. Ich find's vor allem mittlerweile geil. Zu Anfang habe ja ich immer nur gesagt, boah, Spiel ist keiner meh. Jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, jeder im Chat denkt sich, boah, der Boss keiner meh. So, ich brauche mal ein bisschen Heilung wieder. Du bist als nächstes... Ach, das ist Captain Crispy. Ah, ja, stimmt ja. Ich will ja in denselben Raum, in den Captain Crispy drin war. Mhm. Katschinki. Das könnte Clancy sein. Jetzt müsste ich nur noch Interesse dafür haben, wer Clancy war. Ich weiß, es war einer der Kameraleute, die hier eingebrochen sind, aber ich bin ganz ehrlich, warum soll man sich für die interessieren? Die haben ein Video bekommen, wo sie existieren, and that's it. That's fucking it. Deswegen, ich verstehe nicht so ganz, was daran... Was an diesen die Typen so toll sein soll. Ich habe das Gefühl, das Ding will mich umbringen. 14, 0, 8. Open. Just in case. Oh, Kumpel, das ist ein Test deiner Fähigkeiten. Also nicht schummeln. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Sonst was. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Dipshit. So. Selbst wenn, jetzt sprengt es sich in die Luft, aber Ethan hat keine Turbo-Treter, ja, ich merke schon. Scheiß Kerl, du solltest doch drauf gehen. That's fucking, oh warte. Hier, go fuck yourself. Sag Supersonic, so weit kann ich schon selber noch denken, also da musst du mir jetzt nicht Händchen halten. Soweit kann ich schon noch denken, dass Dynamit böse, sprich Dynamit. Ich halte mal ein bisschen Abstand. Ja, 20 Sekunden. Ich sag mal so. Wie gesagt, welchen Fünfjährigen will er damit fangen? Sorry, ich verstehe das nicht. So, gib mir das Baby. Lecker, Baby. Mia? Mia? Ah, guck mal, Person 1, die mich nicht interessiert und Person 2, die mich noch weniger interessiert. Wo seid ihr? Wir sind gefangen.
Hey, Lidara. Hey, Drake. Was willst du, verdammt? Dich? Tot? Schätze, das ist nicht drin. Noch nicht. Ich glücklicher. Schau, solange du. Und vor allem schön, dass über den Fernseher eine Live-Übertragung über zwei Kanäle laufen kann. Nur mal so nebenbei. Ich mag keine Spaßverderber. Was hast du hier? Was hast du in diesem Fernseher installiert? Fucking Skype? Ah, das Versuchungsgeländes. Ah, schau mal, guck. Ah, cool. Ist ja richtig nice. Darf ich jetzt mein Zeug wieder haben? Oh, cool, ich darf mein Zeug wieder haben. Am anderen Ende von Steg, also. Ich schätze mal da hinten. Soll das hier Steg sein? Blindenmunition. Cool. Free? Free! Stolenmunition. Ach, lass mich raten. Oh, die Kurbel wieder. Sekunde. Bin sofort wieder da. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Kurbel, Kurbel. Tralala. It disappeared. Ich komme mir. Dass er sich immer noch so auf Mia fixiert. Ey, ich krieg das kalte Kotzen dabei. Ohne Scheiß. Ich kann hier nicht mal eine Waffe draußen haben. Ich kann hier gar nichts haben. Das Ganze ist hier also literally fluff. Weil ich kann keine Waffe rausnehmen. Ich kann... Gut, ich kann in mein Zeug gucken. Ach doch, ich kann. Ach, warte. Das war nur nicht... ja, fuck me sideways, ne? Ich wollte gerade sagen... Dann nehme ich zurück, was ich gerade gesagt habe. Sorry. Vertraue der Soße immer noch nicht. Ich stehe aber trotzdem in nächster Nähe dran, also. Ich bin auch ein Genie, ne? Ich meine, das Spiel macht Sachen mit mir. Wird aufhören, direkt immer daneben zu stehen. Ich hatte halt vergessen, dass, ne? Oh, geil. Fucking. Halt dein Maul. Da hat der Kopf plopp gemacht. War mir ein Vergnügen. Oh nein, es ist Gewitter. Horrorspiel-Trope Nummer 9. Warum verschwende ich meine Munition an euch? Mal ehrlich. Okay, du bist mir im Weg. Du bist besonders, du bist mir im Weg. Muss man auch erstmal hinkriegen. Meine Güte, geh mir aus der Pelle. Piss dich, du übergroße Zeitverschwendung. Na, guck mal. Noch ein Checkpoint. Oh Mann, ey. Ich meine, das Spiel schafft es leider wirklich, mich... dass ich mich für keinen der Charaktere wirklich interessiere. Sorry, aber... all die Charaktere, die mir bislang vorgestellt wurden, sind so... so copy-paste einfach, so... so uninteressant. Hier auch noch Granaten. Gebt mir noch mehr. Warum gebt ihr mir nicht gleich eine Panzerfaust? Hä? Spaltmittel. Natürlich, noch mal ein bisschen... darf es noch ein Pfund mehr sein? Ich habe Pillen über, ich kann das Ding mal herstellen. Mal gucken, ob die irgendwas taugen. Moment, das will ich doch mal Tatlat ausprobieren. Ich meine, ich bereue es mittlerweile, dass ich es nicht auf schwer spiele. Weil schlicht und ergreifend die Tatsache, dass
an sich alles mal so easy ist. Ja, genau deswegen. Ich wusste nämlich, es gibt eine Trophäe. To be honest, das war der einzige Grund, warum ich das jetzt gemacht habe. Ich gestehe es. Ich gestehe. Schießpulver brauchen wir nicht. Den Flammenstoff. Na gut, 7 Stück. 6 ist sogar besser als... Oh, Shots fired. Ja gut, da sieht man jetzt, dass meine Energie ein bisschen schäbig ist. Aber da ist das Problem mit der ganzen Sache. In Resident Evil 1 und allen hat das funktioniert, weil es ein separates Menü war. Du bist im Pausenmenü gewesen, basically. Die Welt um dich herum stand still. Das hat also bedeutet, du konntest in der Zeit sehen, aha, ich bin geschwächt, ich habe Schaden erlitten. Ich kann aber mich jetzt hier heilen im Menü, weil niemand um mich herum, also weil ich mich hier heilen kann und es funktioniert. Hier wiederum, alles um mich herum läuft noch und greift mich an. Es ist also absolut bescheuert, dass ich in der Zeit in mein Menü gucke, also auf meine Uhr gucke, mich nicht wehren kann und quasi noch eine extra Portion auf die Fresse kriege. Nur um zu gucken, wie weit ich am Sterben bin. Das ist bescheuert. Tut mir leid, aber das ist leider nicht das Schlauste. Und dass man beim Blocken das nicht sehen kann, ist auch nicht besser. Das wäre auch nochmal so ein Touch gewesen, wo vielleicht nochmal gut gewesen wäre. Und was haben diese Hillbillys eigentlich nicht? Jetzt haben die auch noch ein fucking Bootshaus? Schau mal nach, guck, hi. Millionäre leben nicht so im Saus und Braus wie ihr. Nennt mir einen guten Grund, warum ich euch nicht beiden... Ach, Spiel erlaubt es nicht. Okay. Warum ich euch nicht beiden eine Kugel reinjag. Jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Fine. Fucking fine. Hier die Serie arm. Und der Kopf. So. Soll ich noch was mitbringen? Pommes rot-weiß. Vielleicht ein Burger. Oder seid ihr Veganer? Brehe euch einen Salatkopf mit oder sowas. Was weiß ich denn? Beeil dich. Gib mir die Materialien fürs Serum. Ja. Ja. Das sollte genug sein. Das habe ich gar nicht dabei. Mein Vater und Lucas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Gut. Hier. Wir haben genug für zwei. Mach dir einen Cocktail draus. Was weiß ich, ist mir scheißegal. Nenn mir einen Grund, warum ich dich nicht abknalle auf der Stelle. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber kein normal denkender Mensch, ne? Gib das her. Hey, eins davon ist meins. Ach, go fuck yourself. Oh, fuck! Okay, hi! Was geht mit dir, Kumpel? Oh, titty fuck. Heilung, Ethan. Oh, scheiße. Das nervt langsam, Jack. Soll Jack sein? Konntet ihr ihm noch mehr leuchtende Augen geben, wo sagt, schieß mich? Brennstoff. Hier ist auch überall noch Munition, alter Verwalter. Das Spiel ist echt, dass du Erfolg hast. Okay, das ist Jack. Nehmen wir hin. Werde ich nicht? Na komm du doch mal her. Ich habe 44 Runden mit deinem Namen drauf. Sogar mehr. Ich habe sogar noch mehr Heilmittel. Ich meine wirklich, können wir
Brauchen wir wirklich noch mehr Gegner mit einem leuchtenden Schwachpunkt? Okay, cool. Ich habe nämlich jetzt schon so das Gefühl, das Ding ist... Das Ding ist einfach nur eklig. Ich meine, das Ding ist wenigstens noch so ein Boss, wo man sagt, ja gut, das erinnert so ein bisschen wenigstens an Resident Evil. Das passt schon. Ja, das hätte ich wirklich nicht. Aber Ethan ist halt nicht der Schlauste, also was will man machen? Vor allem, könnt bitte wenigstens die Musik mal wenigstens versuchen, dramatisch zu sein? Ich meine, so wenigstens versuchen. Hey, Zukunfts-Ich, tu mir mal einen Gefallen und füg hier wenigstens halbwegs vernünftige Musik ein. Ich geh mal wieder hoch, komm, das hier unten wird mir zu doof. Ich hab nicht mal meinen Granatwerfer dabei. Stell dir mal vor, was ich dann anrichten könnte. Du hättest nicht... Alter, die Texturen, wenn er rumgoopt, ey. Oha! Brennt! Bleib mal kurz hier, ja. Hilfen! Das könnte ich auch zu dir sagen. Ich mach's, wenn du's machst. Ja, der Fight ist echt überwiegend nervig mit diesem Rauf und Runter. Guckt euch das an, das Ding ist so langsam. Er ist Schuhe, könntest du ihm dabei die Schuhe zubinden? Nee, ich würde mir wünschen, dieser Kampf wäre vorbei, weil das ist echt langweilig, mein Freund. Er hat ja nur einen Schwachpunkt. Ich glaube, der letzte, der mir fehlt, ist wirklich der unter ihm. Aber dafür müsste er... Ja, genau. Bingo. Hat er noch eins? Meine Güte, wie viele von den Dingern hast du? Oh, funk yourself. Immer klar, wenn du davon getroffen wirst, so ein Swipe, das tut weh. Hoppa! Wo ist das letzte? Ach, da! Beziehungsweise war da. Haben wir es jetzt? Ah, ne, da ist noch eins an seinem dreckigen Arm. Halt mal still, ich muss da ran. Wo ist sein letztes Auge? Geh doch runter, du Depp. Okay, noch hab ich. Das war aber mein letztes. Ja. Oh Mann. Ja. Da. There we go. Okay, ich habe keine Vollmunition mehr. Spielt? Ach so. Hi. Dein Auge ist wieder da. Leck mich. Du Hippie. Meine Güte. Jetzt habe ich alles gesehen. Bist du dir sicher, Ethan? Halt dein Maul einfach her. Ethan, hier lang. Oh, hi! Nutz das Serum an ihm. Bitte was? Du willst, dass ich ihn heile? Ja gut, hier. Go fuck yourself. Jack survives this.
Das wollte ich so genau gar nicht wissen. Geht's dir gut? Ja. Yeah, fuck you. Komm schon, Mia wartet auf uns. Just fuck you. Okay, ich glaube, jetzt habe ich nur noch eins. Lass mich raten, jetzt kommt das, wo Hoi mir erzählt hat. Jetzt kommt gleich diese Entscheidung, wo ich treffen muss. Ob ich Jack, ob ich hier einen von den beiden heilen soll. Und was wollen wir wetten? Und dann kommt das an, was wo Hoi mich damals vorgewarnt hat. Also nicht mal gewarnt. Warum hier? Ist nicht? Mein Dings. Ich konnte doch hier irgendwo was sehen. Offenbar habe ich irgendwo verpasst, hier lang zu gehen. Hm, okay. Nee, ich muss Mia nehmen, weil. Ne? Das eine hier wird Ethan sich von Mia scheiden. Es ist fertig mit allem. Ja, davon mal abgesehen. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Ja. Was zur Hölle machen wir jetzt? Ich weiß nicht, was ihr beide macht, aber ich werde es behalten. Fakt ist, Hol hat mir das gesagt, es ist wichtig für Plot, leider. Wir müssen Mia heilen. Ich persönlich würde das Ding behalten, ins Boot steigen und sagen, ihr beide könnt euch da lieb haben, wo die Sonne nicht scheint. Ihr seid mir beide nicht wichtig. Weißt du, die eine hat mir mit einer fucking Kettensäge die Hand abgesäbelt. Die andere kenne ich nicht. Beziehungsweise telefoniert ständig nur mit mir. Ich muss Mia nehmen, weil es an sich angeblich wichtig fürs Ende ist. Es ist absolut retarded. Und es, ne, geht gegen jeden Dings. Ist okay. Weil sie hat uns geholfen, aber... Aber Zoe, geht. Geht schon, ihr beiden. Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ja, das ist... Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Halt doch die Fresse. Mal ganz ehrlich. Ich interessiere mich weder für dich, noch für dich. Ihr könnt euch beide ins Knie ficken, wenn es an mir gehen würde. Würde ich das behalten? Just in case. Weil angeblich ist ja Ethan auch infiziert. Will mir es selber reinschießen. Und sagen, so. I'm done. Hab den Sack dicht. Nee, Schusch, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch bitte ein Like oder einen Kommentar. Je nachdem, was euch lieber ist. Würde mir sehr helfen. Und alle wichtigen Infos, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, zu diesem Kanal, findet ihr unten in der Beschreibung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. See you, Leute. Bye.